Bis 20.000 Euro und mehr die neue steuerfreie Rentenaufschubprämie. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Ampelregierung schlägt nun voll zu. Sie will den Arbeitsmarkt auch für Rentnerinnen und Rentner aktivieren. Sie will also sozusagen das komplette Versagen sämtlicher Bundesregierung der letzten 30 Jahre mit einem Schlag aufholen. Und zwar unter anderem mit der neuen Rentenaufschubprämie, meine Damen und Herren. Ich habe mir das mal durchgelesen, was dort in dem Orientierungspapier 31 Seiten von der Ampelregierung geschrieben steht. Und zwar soll es eine Rentenaufschubprämie geben. Und diese Rentenaufschubprämie hat eine ganz einfache Logik. Die Logik steckt einfach schon in dem Namen drinne. Die Leute sollen länger arbeiten, dafür auf ihre Rentenzahlung verzichten und dann bekommen sie, wenn sie später dann in Rente gehen, eine sogenannte Rentenaufschubprämie. Die Rentenaufschubprämie ist nichts anderes als eine steuerfreie Prämie. So ist es geplant, so wird es wohl auch wahrscheinlich umgesetzt werden. Und dort ist es so, dass die nicht ausgezahlten Renten, das können ein Jahr sein, das können 2 Jahre sein, also es gibt da offensichtlich keine Begrenzung, und die von der Rentenversicherung eingesparten Krankenversicherungsbeiträge, also das Geld, was die Rentenversicherung an die Krankenkasse zahlt, also deren Anteil, das soll dann sozusagen in dieser Rentenaufschubprämie gezahlt werden. Und da können mal ganz locker fünfstellige Beträge zusammenkommen. Meine Damen und Herren, ob das wirklich der ultimative Anreiz sein soll, damit die Leute länger arbeiten, ich weiß es nicht. Ich wage es zu bezweifeln. Wenn jemand 45 Jahre auf dem Bau gearbeitet hat, die Leute soll es ja tatsächlich noch geben, oder bei ThyssenKrupp in der Stahlschmiede gestanden hat, oder meinetwegen bei Rentenberater Peter Knöppel 45 Jahre hart gearbeitet hat und sie ordentlich beraten hat, die werden dann wahrscheinlich keinen Bock mehr haben auf Arbeit in dem Alter und gehen dann in Rente. Und denen wird die Rentenaufschubsprämie oder Aufschubprämie dann auch völlig egal sein. Aber interessant ist es allemal. Es ist ein guter Anfang, um mal zu schauen, wie die Leute darauf reagieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine große Masse an Rentnerinnen oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt, die sich davon beeindrucken lässt und sagt, okay, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen weiterarbeiten. Zusätzlich zu der Rentenaufschubprämie, da bitte nicht vergessen, gibt es auch nochmal dann die Zuschläge für die Nichtinanspruchnahme der Rente. Das wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel die rege Altersgrenze erreicht haben und weiter arbeiten und die Rente nicht in Anspruch nehmen, bekommen Sie pro Monat nicht in Anspruch genommene Rente 0,5% Zuschlag. Das kann unter Umständen die Rente auch nochmal deftig erhöhen. Aber meine Damen und Herren, dafür bekommen Sie halt die Rentenleistung nicht. Und diesen Verlust gleichen Sie dann eventuell mit dieser sogenannten Rentenaufschubprämie wieder aus. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Rentenaufschubprämie. Ich werde Sie in weiteren News und Infos und Beiträgen und Videos auf unserem YouTube-Kanal über die neuesten Ideen des Gesetzgebers und der Ampelregierung unterrichten im Zusammenhang mit den neuen Gesetzen zum Haushalt 2025. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Rentenaufschubprämie. Bitte merken.